So, jetzt wollte ich nochmal eine Map spielen und zwar ist es Tropical Paradies. Jo, hab das jetzt bei einem YouTuber gesehen, dachte ich, lädst mal runter, probierst da auch mal. Und dann wollte ich vielleicht noch sagen, ja, Hardcore muss ich leider vom alten Stand weitermachen. Hab ja meinen PC da installiert, natürlich vergessen, diese olle Sache zu retten. Skyblock dasselbe. Ja, ist gut, Skyblock wollte ich eh nur anfangen, was soll der Geiz? Und dann wollen wir erstmal anfangen hier. Gucken wir mal, was ich hier machen muss. Gell? Also Spielmodus wurde geändert, wenn ich hier drauf dreht wahrscheinlich. Schauen wir mal. So, gucken wir mal, was hier steht. Die Schwierigkeitsstufe stellt sich automatisch ein. Der Spawnpoint setzt sich auch automatisch. Am Anfang musst du die Bücher und Schilder lesen. Danach bekommst du fast alles im Chat eingeblendet. Spielanweisungen, Spiel in Adventure-Modus. Das Level-System, Better-Tester-Rekord, Level 164. Boah, es gibt kleine und einfache Villa. Villa, warte mal, Villager-Jobs. Ja, sowas. Zerschmeiß auch die Erfahrungsflächen. Ja, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, ne? Okay. Dein Spielmodus wurde geändert. Guck mal, was steht denn hier? Oh, stoppt oder was? Spiel starten, Game Start. Ach, hier muss ich ja hier lang, weil anders geht's gar nicht. Also auf geht's. Bing. Ach, du Heimatland, wo bin ich jetzt? Das muss ein Kraftwerk sein. Ich schalte es an, um diese Anlage weiterhin Licht zu haben. Jetzt geht's nicht hier drin. Ach, was haben wir denn hier? Ein Schwertanweisung. Ein Schwert, da packen wir mal alles ein. Und lesen mal die Bücher kurz. Was nehme ich denn da? Eins oder zwei? Was lese ich denn das? Ach so, da muss ich so und dann. Jetzt Anweisung. Eins. Spieler, bei dem Zusammenstoß mit dem Riff habe ich mir wohl den Kopf angestoßen und bin ohnmächtig geworden. Am besten. Ich rede dann mal mit dem Captain oben im Steuerraum. Aha, muss ich zum Captain. So, das zweite Buch. Tag 1. Die See ist ruhig und das Wetter wunderbar. Der Kapitän sagt, dass unsere Reise nur 2 Wochen dauern würde. Puh. Tag 2. Die Mannschaft feiert heute und die Stimmung ist sehr gut. Tag 3. Ein Unwetter zwingt uns, unseren Kurs um einige Kilometer zu ändern. Tag 4, das Unwetter hat uns eingeholt, die Wellen sind haushoch. Tag 5 ist wahrscheinlich dann das Schiff ins Riff gefallen. So, hier haben wir ein Bettchen. Wie sieht die Lage aus? Es ist noch hell. Na, gucken wir mal, wa? Gehen wir mal hier durch. Ich soll mit dem Captain plaudern oder wie? Gucken wir noch mal schnell. Na. Ah, oben. So, dann gucken wir mal, also hier geht es dann wahrscheinlich rauf. Gastkabine, Steuerraum und hier unten ist Frachtdeck, Maschinenraum. Man hört es auch ein bisschen, die Maschinen raddern. So, dann gucken wir mal, wo hier der steht hier. Steuerraum Captain ist. Warte mal, ich soll mit was soll ich machen? Besten rede mal mit dem Captain. Denn im Steuerraum, wir wissen auch keiner im Steuerraum. Seid schlau. So, was haben wir hier drin? Ah, hier sind wieder 2 Bücher. Da können wir wieder was lesen. Dann nehme ich hier das Anweisung 2. Spieler, der Kapitän hat wohl in der Eile vergessen, den Motor auszuschalten. Wir brauchen den Treibstoff noch, um von hier wieder wegzukommen. Ich gehe in den Maschinenraum und schalte den Motor ab. Okay, und hier. Tag 1, keine Vorkommnisse. Tag 2, keine Vorkommnisse. Tag 3, ein Unwetter zwingt uns, unseren Kurs einige Kilometer zu ändern. Tag 4, das Funkgerät und die Navigation sind ausgefallen. Das Unwetter hat uns eingeholt. Tag 5, wir sind auf ein Riff aufgelaufen und haben Leck geschlagen. Die Mannschaft und ich gehen auf die Insel, um Material zu besorgen. Ja, da ist der Captain schon abgezischt hier, ne? Mal die Richtung ändern hier. Mal gucken, was passiert. So, also ich soll jetzt auf jeden Fall diesen, warte mal,
Motor abschalten und dass wir dann das Schiff wieder rückwärts benutzen können. Ne? Gucken wir mal, wa? Gehen wir mal hier in den Maschinenraum rein. Oh, das ist schon doch ganz schön laut jetzt. Aber schon gebaut. So. Tanks, Maschinenraum. Ah. Ach, hier haben wir so ein Erfahrungsfläschchen. So, und jetzt? Ja, nicht wieder auftauchen, wa? Hallo! Auftauchen, haben wir gesagt. Alter! Tanks, Maschinenraum. Naja, ich will erstmal das Erfahrungsfläschchen hier zu hauen. Juhu! Und dann gehe ich hier nochmal durch. Da war ja noch so ein Loch gewesen, hier habe ich gesehen. Ne? Los, geh rein. Ach hier, genau. Ah, jetzt gehe ich hier rein. Oh, komm, geh rein. So, Abschaltung durchtrennen. Okay, was ist hier drin? Noch so ein Buch. Dann lesen wir das mal schnell. Ach nee, dann machen wir es aus hier. Oh, endlich wieder Ruhe hier, ey. So, dann lesen wir mal das Buch hier. Die Maschine ist nun erstmal abgeschaltet. Ich gehe auf die Insel, um der Mannschaft zu helfen. Okay, dann machen wir das einfach auch mal. Da werde ich mal diese vielen Bücher hier irgendwie... ich meine, Inventar sortiere. Bisschen hier reinhauen. Ah, jetzt habe ich so, dass wir hier nur das Schwert da haben. So, wir gehen mal auch mal auf die Insel. Los, geh raus hier. So, und dann wollen wir mal gucken. Da war doch noch so eine Gästekabine. Vielleicht finden wir ja doch noch was, wa? So, da la. Oh, Telefon, Moment. So, da la. Bin ich wieder da. Ich habe es jetzt so lange hier rumgestanden. So, was wollten wir denn? Achso, wir wollten vom Boot gehen, aber zuvor wollten wir noch in die... hier in die, wo wollten wir gucken? Achso, da komme ich her. Steuerraum warmer. Ach so, nee, was? Da müssen wir ja hier lang. Haut schon hin. Jetzt könnte ich eigentlich hier vom Bord springen. Nee, das machen wir nicht. Nee, ich glaube, wir müssen... Ich nehme an, wir müssen hier vorne irgendwo... Ach. Hier, gucken wir. Fehlt denn da wie Bild? Ah, jetzt. Ach, guck doch lieber. Also ich muss hier... ins Wasser und lieber schwimmen. Ich nehme mein Messer an der Hand, mein Schwert. Ah, siehste. So, guck mal, wie viele Folgen diese Map hat. Ist ja egal. Schauen wir mal. Also Maps sind schon auch nicht schlecht. Also wenn mal jemand noch eine Map hat, schickt man sie mal zu mir, aber bitte nur Deutsch, weil Englisch kann ich nicht so gut. Krieg ich sonst die Krisen. So, dann schauen wir uns einfach mal um hier. Hier, wenn man drauf rumtrampelt, geht immer was an. Ah, so, passt auf. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt ist das Boot im Arsch, oder was? Wieso denn das? Ich gehe mal hier rein. Ach, guck doch mal, da haben wir doch wieder hier Büchels und zwei Fischis. Da lesen wir mal die zwei Büchels, erste Mal. So, oder ich muss auch mal die Musik ausschalten, oder? Weil wir müssen ja hier mich hören und nicht die Musik hier, ne? So. Das noch gucken. So. Anweisung 4. Spieler 1. Ach Quatsch, Spieler 1. In diesem Buch stand, dass die Mannschaft in den Dschungel gegangen ist. Ich folge ihnen. Fischerdorf. Wir haben diese Hütte hier vorgefunden. Sie sind alle verlassen. Wie es jedoch scheint, haben hier noch vor kurzem Menschen gelebt. Wir machen uns auf in den Dschungel, um Material zu suchen für die Reparatur. Ah ja. Ein Bettchen haben wir ja schon mal da. Ja, dunkel wird es auch schon. Würde ich sagen, gucken wir mal hier hüben noch rein. Ach, hier steht's. Oh nein, es war ein Kurzschluss gegeben. Es hat einen Kurzschluss, ne, ist egal, Kurzschluss gegeben. Wir sollen, wie sollen wir jetzt von dieser Insel kommen? Ich
durchsuche am besten diese Hütten. Ja, wir müssen hier bleiben, weil es wird dunkel jetzt. Ach, hier ist auch eine Kiste, guck da mal. Ah, Fische, Fische. Also hier gibt es schon mal genug Fische. Und Angeln. Ah ja, also soll ich mir mein Essen ein bisschen angeln. Und, ah, shit. Ja, gucken wir mal. Ich bin dich noch ein bisschen... Wir haben zwar hier ein Feuerchen, aber da kann man ja keinen Fisch drüber halten. Hä? So ein bisschen schmoren den Fisch. Nee. Was steht denn hier? Vorsicht, wilde Tiere, bleibt auf den Weg. Ah ja. Gut, das müssen wir aber beim nächsten Mal weitermachen, weil jetzt wird es nämlich dunkel. Und dann machen wir da das nächste Mal weiter. Ich meine, hier ist auch ganz schnuckig hier in diesem Fischerdorf. Ja, dann machen wir das halt so. Da bleibe ich erstmal hier und das nächste Mal machen wir dann hier weiter. Also immer wenn ich hier drauf tritt, kommt die Nachricht, siehst du? Ah, interessant. Gut, dann haue ich mich jetzt hier in die Falle und wir sehen es das nächste Mal. Tschüss.